Hallo meine Lieben, willkommen zum nächsten Schminksammlungsvideo. Heute geht es um meine einzelnen Lidschatten. Und ja, ich habe viele davon. Ich sollte damit aufhören, weil ich habe mittlerweile echt viel und auch palettenmäßig. Ich kann manchmal einfach nicht widerstehen. Es ist wirklich hart, diese Schminksammlung abzudrehen, weil mir dann erstmal wieder bewusst wird, wie viel ich eigentlich habe. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir fangen an mit einem Lidschatten von Kiko. Und zwar ist das die Farbe 219. Es ist eins dieser. Wie heißen die? Wet and Water? Irgendwas? Wet and Dry Use Eyeshadows. Ich glaube, die heißen nochmal anders, aber was soll's. Ist auf jeden Fall eine Hammerfarbe. Dann habe ich von Catrice diesen Lidschatten. Der ist aus der Spectacular LE und das ist die Farbe. Ist das Pure Chrome? Ich weiß es nicht. Ist eine schöne Farbe, habe ich aber wirklich schon lange nicht mehr benutzt. Dann haben wir einen von Alverde. Der kam auch aus irgendeiner LE. Ich weiß aber leider nicht mehr welche. Und es ist Tulpenpracht. Oh, wenn man sich jetzt hier so Sachen auf die Hand geswatcht hat, kriegt man die anderen nicht mehr auf. Verdammt nochmal. Okay, Sekunde, ich brauche erst Abschminktuch. Tulpenpracht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den schon mal getragen habe. Wir können den ja mal zur Seite legen und eventuell aussortieren. Ja. Ich habe von Essence diesen 3D-Lidschatten in Irresistible Caramel Cream. Ja, Irresistible Caramel Cream. Und das sind diese zwei wunderschönen Farben. Dann von P2 ein Eye Dream Eyeshadow in der Farbe Afternoon Break. Eine tolle Farbe. Es riecht immer noch nach diesem Blush hier. Unfassbar. Dann habe ich nochmal einen dieser 3D-Lidschatten von Essence. Diesmal in der Farbe Irresistible Foxtrot. Einmal diese Farbe. Und einmal diese Farbe. Die sehen auch zusammen toll aus, ne? Und dann einen meiner ältesten Lidschatten. Er ist von Astor. Ich habe ihn letztes Jahr gefunden. In einer Kiste, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Und das ist die Farbe Saphir. Die gibt es schon echt lange nicht mehr, diese Lidschatten. Eben dunkles Blau. Aber schön. Und allein wegen sentimentalem Wert werde ich ihn behalten. Aus der Ice Ice Baby LE von Essence, die Farbe Ice Crystals Everywhere. Ist eine super schöne Farbe. Habe ich aber, glaube ich, auch fast noch nie getragen. Sollte ich aber. Ist eigentlich echt schön. Dann aus der Cookies and Cream LE. Das ist die Farbe Macaron C'est Bon. Die Namen, ne? Ne, da habe ich noch nichts. Ist so eine helle Farbe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das jemals tragen werde. Ich mache das auch mal auf den Haufen zu eventuell aussortieren. Dann von L'Oreal. Ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt. Das ist die Farbe Luminous Plum. Hier seht ihr das. Ich habe hier schon meinen Nagellack beim Öffnen zerstört. Ach, das gibt's doch nicht, Leute. Macht das doch nicht immer so feste. So, die haben diesen wunderschönen Applikator hier, den ich jetzt mal wegschmeiße. Und das ist diese Farbe hier. Und dann habe ich von Art Deco einen dieser Clem Star Shimmer Cream Eyeshadows in der Nummer 2. Ich bin mir relativ sicher, oh, da habe ich schon, dass ich mir den mal an Karneval gekauft habe. Ich werde ihn nicht nochmal swatchen. Das ist einfach nur so Glitzerzeug. Und ehrlich gesagt finde ich es ziemlich scheiße, weil es sehr grob ist und wird aussortiert. Leute, wir machen Progress hier. Ich bin ganz erstaunt über mich selbst. Weiter geht es mit einem Lidschatten von Catrice aus einer LE, wie ich hier oben sehe, wenn da solche Blümchen sind. Das war die Floralista LE. Ah, und zwar Berry Fairy. Sehr schöne Farbe und wie ihr sehen könnt, auch schon benutzt. Also gut benutzt, ne? So, das waren die Lidschatten, die in diesem kleinen Schächtelchen sind. Ich räume die mal ein und hole das nächste Schächtelchen. Wir haben hier einen Lidschatten von Kiko. Das ist die Farbe 133. Ein wunderschönes Braun. Dann von P2 eine dieser High Chrome Lidschatten in der Farbe Copper Chrome.
Auch richtig toll. Aber von diesem habe ich echt einige, ne? Da sollte ich vielleicht nochmal durchgucken. Dann von Wet n Wild Natti Noisette. Oder wahrscheinlich nur Natti oder nur Noisette. Auch eine tolle Farbe. Dann habe ich hier von Catrice aus der Kältigkeit.de. Oh ja, da habe ich alle Lidschatten gehabt, weil ich die so toll fand. Die sind immer noch toll. Ist diese Farbe und oh mein Gott, die muss ich auch mal wieder tragen, weil der ist wirklich toll. Dann ein sehr, sehr altes Lidschattenteil von Manhattan. Das ist so ein Dreierdings. Grey Effects. Ja. Wow, sogar Namen. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich für Manhattan. Ein Traum. Nicht. Wird aussortiert. Benutze ich nicht. Werde ich auch nicht mehr benutzen. Dann nochmal ein Lidschatten von Kiko. Das ist die Nummer 137. Seht ihr, was ich meine? Ich werde jetzt mal den hier daneben swatchen. Immer, okay, der eine ist eher rötlich, der andere eher braun, aber die gehen schon in die gleiche Richtung. Ich stehe auf solche Farben. So, dann ein uraltes Teil, was ich jetzt auch aussortieren werde. Von Essence. Das ist ein Creme-Lidschatten. Und zwar die Farbe Romance. Und ich erinnere mich auch gar nicht mehr daran, dass ich den jemals gekauft habe. Das ist so ein unglaublich hässlicher, glitzernder Lidschatten, der aussortiert wird. Ja, es fühlt sich schon gut an, was auszusortieren, auch wenn es bis jetzt leider nicht so viel ist. Aber immerhin, Leute, immerhin. So. Weiter geht es mit einem Make-up Factory Lidschatten, wo hier irgendwie Nagellack drauf ist. Who knows? Das ist ein Chromatic Glam Eyeshadow in der Nummer 29. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der war limitiert. Dann aus der Kältigkeit noch mal ein Lidschatten in der Farbe Lavender. Wie süß, oder? Nicht Lavender, sondern Lavender. Dann haben wir hier von Catrice einen. Das ist die Farbe Pink Rock Superstar. Ich glaube, den habe ich mir damals als Blush gekauft. Ja, es ist schon eine tolle Farbe. Behalten? Erstmal behalten. Da bin ich mir jetzt unsicher. Weil ich glaube, ich finde den als Lidschatten auch gar nicht so verkehrt. Dann von Catrice aus der La Frixe Chic LE. All Real Gold. So, jetzt wird es complicated wieder mal. Die sind halt so übelst am Krümeln. Ich werde jetzt mal versuchen, hier einfach auf den Seiten das zu nehmen für meinen Swatch. Ist eben ein Goldton. Ich weiß gar nicht, wie er sich auf der Hand macht. Kann einfach mal alles swatchen. Ja. Ist ganz schön. Muss ich jetzt aber ehrlich sagen, brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, ich werde den mal aussortieren, weil so Goldtöne hat man einfach so viel und ja, aussortiert. So, weiter geht's mit einem Hit-the-Pan-Produkt. Ja, Leute, sowas gibt es bei mir auch. Ich muss aber sagen, dass ich das schon sehr lange habe. Das ist ein Lidschatten von L'Oreal und das ist Sepia Sparkle. Und den habe ich eine Zeit lang nur getragen. Ein Goldton. Ja. Und da ist Hit the Pan. Unfassbar. Dann nochmal einen aus dieser Reihe. Ich stand voll auf die irgendwie. Das ist Dazzling Khaki. Ja, irgendwie nicht so eine besondere Farbe, ne? Ich glaube, den sortiere ich aus. Dann von dem P2 Ultra Satin Eyeshadow plus Primer Lidschatten. Satin Tulip. B-b-bam, für den Sommer. Dann habe ich einen von Rimmel. Fragt mich nicht, wie alt der ist. Ich glaube, den kann man auch mal aussortieren. Ja, keine Ahnung, was für eine Farbe das ist. Ich meine, der ist total kalkig und die Farbabgabe ist für ein Popo. Und darum wird der jetzt aussortiert. Also Leute, guckt mal. Ich fühle mich gerade sehr gut, dass ich Sachen aussortiere. Ja. Man muss ja auch mal Platz für Neues schaffen. So ein Quatsch, ne? Eigentlich dürfte ich mir gar nichts mehr kaufen, sondern müsste jetzt einfach alles erstmal aufbrauchen. Das bräuchte bei mir wahrscheinlich 3 Leben, mindestens. Wir machen weiter. Wir haben von Catrice diesen Lidschatten in der Farbe The Noble Knights. Ein schönes Silbergrau.
Von Manhattan, Greenwich, von Essence, Strawberry irgendwas, ne? Strawberry Ice Cream, ja. Ja, aber wann werde ich den tragen, ne? Vielleicht mal so irgendwie auf die Mitte des Lides. Wir behalten ihn erstmal. Dann habe ich hier ein, ja, Pigment von Body Shop. Das hat, glaube ich, auch mehr sentimentalen Wert als irgendwas. Ist halt auch so ein Goldschimmer. Da habe ich es jetzt überall auf dem Nagel. Wird aussortiert. Wird aussortiert, Leute. Sind mal heute mal nicht so, ne? Das braucht wirklich kein Mensch. Das fliegt nur durch die Gegend. So, apropos Pigment. Ich habe hier dieses Pigment aus der Breaking Dawn LE von Essence. Das ist Alice Had a Vision Again. Ich glaube, ich habe es noch nie benutzt. Oh mein Gott! Da ist ja überhaupt keine Schutz, irgendwas drüber. Na gut. In dem Fall habe ich Glück gehabt, dass ich es jetzt nicht überall habe. Ja, ist so ein glitzerndes Lila. An sich eine geile Farbe. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das jemals verwenden werde, aber wir behalten es einfach mal. So, und ich habe jetzt dieses dumme Pigment überall. Ich muss jetzt erstmal sauber machen. Und dann das letzte aus dieser Schachtel zumindest ist ein Catrice Lidschatten-Dingens aus der Female LE. Erinnert ihr euch an die noch? Ups, da sind zwei Lidschatten drin. Einmal diese Farbe. Und einmal so ein Schwarz. Puh, ja, begeistert mich jetzt nicht so sehr. Ich finde die Farbe ganz schön. Ich glaube, die behalte ich. Das andere werde ich wegschmeißen. Ja, das war diese Schächtelchen. Wir gehen über zum nächsten. So, kommen wir zur letzten Schachtel. Das ist auch die größte. Wir beginnen mit dem Lidschatten von Catrice aus der Lala Berlin LE. Das ist die Farbe Shade of Grey, den ich leider kaputt gemacht habe. Aber die Farbe ist unglaublich toll. Dann ein Lidschatten aus der Essence Happy Holidays LE. Das ist Santa Baby. Ein schönes Gold. Dann ein Lidschatten aus der Cookies and Cream LE von Essence. Und zwar ist das Last Night, a Cookie Saved My Life. Ein unglaublich toller Name. Und der ist auch richtig toll. Der ist nämlich so, ich weiß auch nicht, so simpel, aber irgendwie doch toll. Dann von Max Factor ein Lidschatten. Und zwar ist das die Farbe Savage Rose. Ich weiß nicht. Gefällt mir auch nicht so gut. Werde ich aussortieren. Natürlich ist die Farbe toll, aber irgendwie ist die mir zu hell und ich glaube, ich werde sie nicht benutzen. Also ich benutze sie auch nicht. Weiter geht es mit einem Lidschatten von Alverde. Der war auch aus einer LE. Ich weiß aber nicht mehr welche. Das ist Ocean and Mountains. Dann ein Lidschatten von Flomar. Das ist die Nummer irgendwas 21 oder sowas. Mensch. Warum steht das denn da? Ah, 21, ja. So eine Mischung aus Braun und Rot. Sehr toll auf jeden Fall. Dann ein Essence-Lidschatten aus der Dorschau Hair LE in der Farbe Holz oder Michel. Ich habe sehr viele von diesen braunen Lidschatten, wenn ihr seht das bestimmt selbst. Dann habe ich einen von Makeup Factory. Das ist die Nummer 250 vielleicht, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, den habe ich mal geschenkt bekommen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, ob das der Wahrheit entspricht. Weiter geht's mit diesem Catrice Matten Eyeshadow. Matten Eyeshadow. In der Farbe All Burgundy. Die kam mir jetzt bei der letzten Sortimentsumstellung neu ins Sortiment. Ist eine schöne Farbe. Habe ich aber bis jetzt auch kaum benutzt, muss ich ehrlich sagen. Dann nochmal eine aus der La Frixe Chic LE. Das ist So Classy. Ein braunen Schimmerton.
Ja, davon scheine ich echt einige zu haben. Und wenn wir schon dabei sind, gibt es hier noch einen von Make-Up Factory. Das ist die Nummer 282. Der hat eben so ein bisschen grobe Gold-Glitzerpartikel drin. Eigentlich ist er ganz schön. Ich weiß nicht, warum ich diesen Finger immer vergesse. Aber ja. Dann einen von Max Factor. Das ist die Farbe Burnt Bark. Auch eine schöne Farbe. Ihr seht vielleicht, dass überall vorne an meinen Nägeln schon die Farbe weggeht. Das liegt daran, dass ich hier ständig Sachen aufmachen muss und manche Dinge einfach nicht so gut aufgehen, wie sie aufgehen sollten. Und dann, ja, mache ich mir meine Nägel kaputt. Naja, von P2 aus der Summer Tag LE, das ist, glaube ich, Pitaya Kiss. Ja, Pitaya Kiss ist ein wunderschönes Lila. Dann nochmal einer von diesen L'Oreal Chrome Shine Lidschatten in der Farbe Starry Black. Ups. Ja, ist eigentlich schön, aber irgendwie auch nicht so besonders, ne? Ah, ich weiß nicht, ob ich ihn aussortiere. Er ist ja ähnlich wie dieser eine von Catrice, glaube ich. Ich behalte ihn erstmal. Dann von Catrice, diesen, das ist irgendwas mit Moss, glaube ich. Don't touch my Maserati. Ein tolles Grün. Und dann, ich glaube, das ist my first. Nee, Fancy Cup of Tea von Catrice. Eine unglaublich tolle Farbe. Und dann aus der Catch the Glow LE von P2 für 2,35 €. Ich weiß nicht, wie viel die ursprünglich gekostet haben. Terra Gleam oder Glam Gleam. Weiß ich nicht genau. Ich muss sagen, dass ich die Farbe gar nicht so schön finde. Die aber hingegen doch. Dann aus der P2 Golden Crown LE die Farbe Brown Gem. Große Liebe. Also wirklich, der ist richtig, richtig toll. Wer hätte es gedacht? Ein Braunton. Aber der hat so Tiefe. Ich weiß auch nicht. Ich finde den toll. Dann von Catrice aus der Rocking Royals LE Velvet Metal Eyeshadow. In der Farbe Royal Blue. Ich stehe auf diese dunkelblauen Töne. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Dann von Essence. Einer meiner neuesten Lidschatten. Das ist die Farbe Peach Beach. Super schön. Dann von LCN oder wie auch immer man es ausspricht. Aus dieser Disney's LE. Das ist die Farbe Never Trust Ashley. Auch ein tolles Grau. Dann einer meiner All-Time-Favorite-Lidschatten von Manhattan, das ist Peach Party. Ja, Peach Party. Einfach schön. Also die beiden zusammen sind auch ein Traum und die trage ich auch wirklich regelmäßig. Ich glaube, das ist eins meiner liebsten Lidschatten-Duos. Oder generell Lidschatten. Also abgesehen von Paletten, sagen wir mal. Weiter geht's mit diesem Kiko-Lidschatten. Das ist die Farbe 107. Ein Grün. Dann haben wir den Catrice-Lidschatten aus der Feathered Fall LE in Peacock Tail. Dann von P2 diesen Lidschatten in der Farbe Coffee Shop Queen. Ein Braun mit Schimmer. Überraschung. Und dann haben wir aus der Inspired by Light LE noch Lucid. Ein Blauton. So, zu meinen letzten Lidschatten. Das ist eigentlich schon fast eine Palette, aber wir ziehen jetzt einfach mal hier dazu. Ist I'm Getting Sunburned von Wet n Wild. Wenn man sich das so anschaut, finde ich die Farben total schön und stimmig. Ich finde aber, dass das überhaupt nicht im Endeffekt dazu passt. Ich swatch sie euch natürlich mal. Die Farben sind wunderschön, aber das in der Mitte sieht einfach sehr schwarz aus und ich finde, das zieht dann zusammen nicht mehr schön aus. Ja, aber das ist I'm Getting Sunburned. So, und weiter geht's mit Creme-Lidschatten. Ich nenne sie jetzt einfach mal Creme-Lidschatten. Wir beginnen mit den Color Tattoos. Da habe ich einmal hier diese Farbe in Pink Gold. Dann On and On Bronze.
Permanent Taupe. Und Metallic Pomconate. Das sind die Color Tattoos von Maybelline. Weiter geht es mit einem Produkt von Max Factor. Und zwar ist das einer dieser Excess Shimmer Dinger in Bronze. Dann hier von Kiko aus der Color Shock LE. Etwas, was ich noch nicht benutzt habe, Leute, ich weiß. Es wird jetzt benutzt. Und zwar ist das die Farbe Nobody Knows. Ah, ich habe alles unter Fingernagel. Verdammt. Aber eine Wahnsinnsfarbe. Auch wenn ich jetzt alles unter Fingernagel habe und mich jetzt erstmal sauber machen gehen muss. So, ich wollte jetzt nochmal kurz die drei bronzefarbenen swatchen, die ich habe. Und zwar beginne ich hier mal mit dem von Max Factor. Ich wollte einfach mal gucken, wie die sich so unterscheiden. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie sich unterscheiden, aber wir werden es feststellen. Dann On and On Bronze. Und natürlich noch Constructivist. Ja, das sind die drei verschiedenen Farben und die sind schon unterschiedlich, finde ich. Unten habt ihr MAC, in der Mitte habt ihr den von Maybelline. Der hier vielleicht ein bisschen besser verstreichen werden kann. Und oben ist der von Max Factor. Der ist eben der metallischste von allen. Metallischste? Metallis. Hä? Ihr wisst, was ich meine. So. Ich hoffe, euch macht das immer noch Spaß, hier ein bisschen reinzugucken, was ich so besitze. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. So, kurzer Nachtrag. Ich habe 4 Stück vergessen. Und zwar sind die alle von Manhattan. Das sind diese Eyeshadow Cream Teile. Und davon habe ich, wie ihr sehen könnt, 4 Stück. Die 2 sind aus der Carnival Couture LE. Das ist einmal Greenscreen. Moment, ich swatch sie euch und zeige sie euch dann einfach auf einmal. So, wir fangen mal oben an. Diese beiden hier, das sind die aus der Carnival Couture LE. Das ist Green is Green, Ballroom Babe. Und die anderen beiden, ich weiß nicht, ob die auch LE waren. Das ist Bronze Luxe. Und das hier ist Mermaid's Green. Ja, das war's jetzt aber wirklich. Bis bald.